Lieber Helge, als ich aufgefordert wurde, eine sogenannte Laudatio zum heutigen Preisverleihung zu halten, hatte ich mich gefreut. Das ist doch ganz leicht, dachte ich. Helge ist mein Freund, kritisch bin ich nicht eingestellt und ich habe oft genug zugesehen, wie seine Zuschauer in Bewegung geraten, wenn er auftritt. Er braucht nur Doppelpunkt zu sagen oder er schweigt und der Saal gerät in Wallung. Dann habe ich gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, Helges Arbeitsweise zu beschreiben. Man kann es zumindest nicht mit Formulierungen und Worten versuchen. Wie es so schön heißt, wenn mich niemand fragt, was Helge macht, weiß ich es. Wenn ich es erklären soll, weiß ich es nicht. Ich berichte ein paar Beispiele aus unserer Arbeitspraxis. Bei einem unserer Gespräche, bei denen ich übrigens immer vorher nicht weiß, was er sagen wird und er weiß nicht, was ich fragen werde, er beharrt auf Improvisation, hatte ich das Thema die sieben Todsünden, hat mich dazu verirrt. Dem Thema fehlte etwas die Bodenhaftung. Mich interessiert das Thema wirklich, denn die Todsünden und die Haupttugenden des Mittelalters, die müssten übersetzt werden in unsere Gegenwart, so wie meinetwegen Dr. Barbuses Verbrechen von 1920 ins Jahr 2012 schwer zu übersetzen sind. Wir kamen also zur Todsünde Nummer 3 und ich fragte Helge, was verstehst du unter Wollust? Er antwortete, Pullover trage ich nur im Winter. Am selben Tag spielte Helge die Rolle eines Neffen des Schifffahrtslinieneigners Onassis. Ich fragte ihn, ob ein Grieche wie er auch Musik macht und singt. Ich bin nur Räder, antwortete er. In einem anderen Fall hatte Helge Schneider sich das Thema der Brückengeher ausgesucht. Ich wusste nicht, was das ist. Es zeigte sich, dass es sich um einen Arbeiter aus Chemnitz handelt. Er hat in der Wende den Betrieb verloren, ist arbeitslos und fährt mit einem selbstgebastelten Motorrad zu einer Art Datsche in Spanien. Aus Wellblech, recht primitiv. Diesen Arbeiter interessierten neue Berufsfelder. In einem dieser Vorschläge ging es um den Beruf des Brückengehers. Dieser erteilt am Anfang einer Brücke Leuten, die über die Brücke gehen wollen, Unterricht, so wie ein Schwimmlehrer, damit man nicht untergeht, Schwimmunterricht gibt. Danach stellt er einen Brückenschein aus. Ich habe bis zum Schnitt des Films nicht verstanden, worum es sich handelte. Für verzweifelte Menschen nämlich, die in der Warteschleife weit entfernt vom Arbeitsprozess kreisen, besteht die Gefahr, dass sie von einer Brücke ins Wasser springen. Dagegen gefeit zu sein, darin besteht die Ausbildung durch den Brückengeher. Helge Schneiders Logik hat immer diese Tendenz zur Bodenhaftung. Sie nimmt eine Redeweise wörtlich. Damit changiert sie die Realitätsebene. Das löst Überraschung aus. Die Überraschung ist Satz Nummer 1 der Komik.